Leute, welcome zur nächsten Folge Mario Party Superstars. Ich mach mit euch weiter. Wir zocken alle 100 Minigames und heute, glaube ich, sind wir von 50 bis 60 unterwegs, wenn es mich nicht ganz täuscht. Mal gucken, wen wir uns heute... Letztes Mal haben wir die Mädeltruppe, die hat mir gut Kontra gegeben, nämlich teilweise in Spielen richtig abgezogen, vor allem in diesem Gruselschloss rausfinden-Ding. Da soll mal einer sagen, Frauen haben keinen Orientierungssinn. Die haben das ziemlich gut gemacht, die Mädels. Also ich zocke natürlich Yoshi. Ich würde sagen, wir nehmen mal... Ja, wir nehmen mal... Peach und Luigi gegen Mario. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Okay, let's go. Let's go. So. Also links oben seht ihr auch immer, dass ich hier offline spiele, ne? Also keine Leute mit dabei, alles hier. So, wir gehen wieder freie Wahl. Computer wieder auf normal, wie ihr es aus den anderen Folgen kennt. Dann let's see. Let's see. Okay. Also wir waren stehen geblieben bei Piranha-Verfolgung, wo ich noch ein bisschen was für meinen Bizeps getan habe. Großes Tauziehen. Are you guys ready? Da müssen wir alle gegen mich. Okay, okay. Ich habe ein Bowser-Outfit an. Er muss einfach nur wieder Taste spammen, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Erstmal gucken. Wende aber nicht den Handinnenflächen oder andere Stellen, an denen die Haut empfindlich ist. Also. Ja, das ist auch geil. Bitte nicht die Handinnenflächen benutzen, steht da. Aber anders gewinnst du das gegen drei nicht. Das garantiere ich euch. Ihr werdet auch hier wieder Squid Game. Ah ja, das war relativ schnell vorbei. Auf normal. Squid Game Tauziehen. Die Piranha-Pflanze hat was zu essen bekommen. Also wie gesagt, ihr heißt zwar nicht die Innenfläche benutzen, aber ihr tut euch halt deutlich leichter, wenn ihr das mit der Innenfläche dreht. Flitzebogen. Einzelspieler trifft die beweglichen Ziele. Teamspieler vermeidet getroffen zu werden. Okay, alles klar. Ich bin derjenige, der schießen darf, finde ich ehrlich gesagt besser als auszuweichen. Okay. Okay, Training habt ihr gesehen. Hier zählt nur der Sieg, wenn wir alle erwischt haben, Freunde. Luigi ist schon mal weg. Mario auch. Ah, Peach gibt mir. Aber Feierabend, easy money. Leute, das ist auf normal, ne? Das möchte ich hier nur nochmal ansprechen. Das ist nicht auf easy oder so, sondern das ist normaler Schwierigkeitsgrad. Das ist ja natürlich kein Vergleich im Gegensatz, wenn ihr mit Freunden zockt, ne? So, drittes Spiel, Hingucker. Na dann. Okay, wähle eine Blickrichtung. Guckt eine andere Richtung, wenn die Musik anhält, Vorsicht vor Finden. Hä? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Okay. Okay, die müssen das nachmachen, oder was? Okay, da kommt es jetzt einfach drauf an, wie clever ist der Computer, Digga. Okay, ich habe 5 Versuche, um die Leute auszuradieren. Nur. Also, ach, immer da, wo ich hinguck. Ist rasiert worden wieder, oder? Ich check's irgendwie. Ey, Leute, ich sag's nicht, wie es ist. Ich check's nicht. Alle erwischt, oder? Hab ich jetzt gewonnen? Ich hab's nicht gecheckt. Aber ich glaube, ich musste alle drei erwischen. Dann ist es nur ein Sieg. Und ich habe jetzt ja mit dem Schluss, mit dem letzten habe ich Mario erwischt und dann dadurch bin ich der Sieger gewesen. Okay, also ihr dürft nicht in die gleiche Richtung gucken. So, Wellenschlag. Bisher komme ich hier ganz gut durch.
Einspiel. Löse mit Stampfattacken Wellen auf. Das klingt gut. Alright. Also, wir sind wieder der Böse quasi. Also, der Einer gegen Drei. Alles klar. Habt ihr gesehen? Gegen Normal, glaube ich, relativ easy. Mit Leuten, die wirklich was können, glaube ich, bist du hier echt... Hast du hier einen harten Job als Yoshi? Oh, komm jetzt! Raus mit dir, Luigi! Jawohl! Ist gegen Computer easy, aber glaubt mir, gegen Leute, die zocken können, ist das gar nicht so einfach. Als der Solo-Player in dem Fall. Aber ja, das ist zu gut. So, fünftes Spiel kommt. Felskoller. Eins, du lass Felsen auf den Abhang herunterrollen. Teamchef, lauf bis ganz nach oben, ohne erwischt zu werden. Okay, also die dürfen bei mir nicht ankommen. Und ich muss denen die Felsen um die Ohren schmeißen. Okay. Das macht Bock. Der ist gut. Der ist richtig gut. Gut, Peach, komm runter mit dir, Digga. Auch da. Tschüss, Peach. Das wird wohl nichts werden. Alles klar, Leute. Hab ich gecheckt. Sieht auch sehr lustig aus. Muss ich zugeben. Okay, schauen wir mal. Let's go. Der war echt schlecht. Ah, Peach hat's erwischt. Da, wenn du im Team richtig gut spielst, hat eigentlich der Solo-Player keine Chance. Wenn die Leute das hier clever machen, hat der Solo-Player keine Chance. In keiner Form. Ah, Mario. Ah, nicht so leicht. Und das war's. Aber das ist wirklich was. Wenn ihr hier drei Spiele habt, die gegen euch spielen und die sind clever, keine Chance. Hast du keine Chance als Yoshi. So. Next, please. Coca-Cola. Kommt, Alter. So, was ist mein Job? Rolle herum, um Kokosnüssen auszuweichen. T-Shirt, lass das. Ah, okay. Jetzt muss ich mal dodgen. Also, ich bin in so einem Fass, glaube ich, gefangen. Und die müssen mich erwischen mit Kokosnüssen. Okay. Auch hier, wenn du da drei Leute hast, die gut zusammenarbeiten. Ja, brauchen wir kein Training machen. Wenn du da drei Leute hast, die gut zusammenarbeiten, ganz, ganz schwierig. Das ist aber bei diesen 1 gegen 3 Spielen oft der Fall. Weiß gar nicht, wie oft ich erwischt werden darf. Einmal wahrscheinlich. Okay, habt ihr keinen Bock? Okay. Also für normal, das ist schon sehr leicht, was das hier abgeht. Also, dass die hier gar nichts auf die Reihe kriegen, ist ja... Aber jetzt vielleicht mal, das war so eine leichte Form von Anspruch. Aber ansonsten, der Luigi, der hat bisher, glaube ich, noch gar nichts gemacht. Ist der Arbeitslose der Gruppe. Ja, Digga, also, das ist auf normal Schwierigkeitsgrad. Also, ich glaube, da darf Nintendo im normalen Schwierigkeitsgrad ein bisschen aufdrehen, weil das war nichts. Also, bei allem Respekt. So. Aber, haben wir geowned auf normal. Lampenfieber. Das sind jetzt diese ganzen 1 gegen 3 Spiele, oder was? Meide das Scheinwerfer. Alles klar. Ich darf mich vom Licht nicht erwischen lassen. Ich bin gespannt. Gucken wir uns mal an. Das ist gar nicht so einfach, Mann. Alles klar, die Zeit ist rum. Ich weiß gar nicht, darf ich lange? Wie lange darf ich in dem Licht bleiben? Weil. Müsst ihr ein bisschen gucken. So, Richtungswechsel, auch mal ganz gutes, probates Mittel. Oh, ihr kriegt mich nicht. Ja! Alter Schwede. Ich weiß nicht, ich glaube, ich darf nicht von allen gleichzeitig erwischt werden, irgendwie im Licht sein oder so. Glaube ich, war der Eindruck. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Gerade habe ich verloren. Gibt's in Outtakes. So. Muss nochmal durchzählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommen wir jetzt schon zum 9. oder was? Nee, das kann gar nicht sein.
Ja, zum achten kommen wir jetzt. So, finde deinen Gegenspieler. Versteckt euch. Das ist doch jetzt schon wieder luck-based. Okay. Ich muss die Gegenspieler finden, oder? Lang üben. Ihr seht's ein bisschen, aber hä? Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Oder die Schwierigkeit jetzt für den Charakter, den ich spiele, liegt. Gut aufpassen, wenn der Vorhang zugeht. Ich hab's gesehen, Digga. Stein. Definitiv Stein. So. Nimm's Pilz aus. Leg ich mich fest. Ach, Digga! Ja, jetzt, wenn sie sich nicht dumm anstellen, kann ich gar nicht mehr gewinnen. Außer sie gehen zu zweit auf eins und ich erwische das Richtige. Ich nehme den Busch. Aber wenn sie nicht... Ah, seid ihr schlecht! Ah, das war natürlich dumm. Aber da, wie gesagt, auch da wieder clevere Spieler. Da sagt der eine, hey, ich gehe hinter den Busch, der andere geht in den anderen. Keine Chance für den Player. Für den Singleplayer. So. Ach, geil. Dann haben wir noch zwei. Oh, Fußball. Fußball, Tor. Ich bin Torwart. Oh, genau so muss es sein. Ich bin Keeper. Okay. Okay. Oh, Alter! Wie gut ist dieses Spiel? Oha, voll in den Winkel, Alter! Alter, war easy. Alter, wie lost war das? Okay, ich glaube, da muss ich mich gar nicht hechten. Okay, Leute, wir haben das Spielprinzip verstanden. Wie viel darf ich denn kassieren, Mann? Oder muss ich mehr halten als reinkriegen? Dann ist es ja nicht mal hier, nicht mal. Okay. Einen habe ich kassiert. Wie sie alle gleichzeitig schießen. Was ist das für eine 31er Nummer? Zwei gehalten, aber auf Ehre! Oh, scheiße, die haben mich nicht mehr erwischt. Wow, Alter, die wollten jetzt voll den Gumball schweißen. Wow! 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 Alter, sorry, aber das hat ja wohl gewonnen, oder? Aber hallo, die haben nur drei gemacht. Geiles Spiel. Ach, geiles Spiel. Vor allem als Keeper. Macht Spaß. Aber macht, glaube ich, auch zu dritt sich abstimmen. So, und dann kommen wir zum letzten Kubus der Verdammnis. So, vermeide, dass deine Kiste zertrümmert wird. Teamspieler, versuch mit dem Teamwork den Einzelspieler zu... Ah, okay, aber ich glaube, ich habe den schnelleren kleinen Würfel und die Bösen, also die anderen drei Bösen, haben den die langsameren dicken. Ja, sorry, aber das ist sauschwer für die im Team spielen. Das ist Single, also da muss ich dann, das habe ich halt wirklich voll selbst in der Hand, die Nummer. Let's go. Let's go. So, wie ihr seht, also wir müssen hier ein paar Sekunden durchhalten. Ich weiß nicht, ob die anderen dann ein bisschen Pace dazu bekommen, aber grundsätzlich, wenn du immer so im Rand, also gegen den Computer reicht es gerade, so ein bisschen, zack, zack. Ja, das ist easy money, Leute. Oh! Luigi Tourette kickt wieder rein. Ja, gehen wir wieder zurück. Hallo! Keine Chance. Also da, wie gesagt, ich glaube, da ist wirklich auch der One-Player im Vorteil. Habt ihr gesehen, auch normal. Das würde mich tatsächlich mal auf hart interessieren. Von dem her, ja, easy money, Leute. Und ja, dann haben wir das auch schon wieder geschafft mit 10 Levels, 10 Minispielen. Hat mir wieder unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Das waren jetzt diesmal eher so einer gegen drei Matchups, aber die gehören halt auch dazu. Leute, ich sag tausend Dank fürs dabei sein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ja, ist gut.
Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Echt jetzt? Oha, das war schlecht von mir. Da habe ich mich viel zu sehr auf einige einzelne konzentriert. Okay, ich darf nicht zu lange drin bleiben, aber auch hier, Leute, sage ich euch, habt ihr hier clevere Spieler keine Chance. Ah, jetzt haben sie mich erwischt. Ja, ich habe euch gesehen, ihr Opfer! Wenn sie sich aber jetzt clever aufteilen, können sie gar nicht mehr verlieren. Ja, natürlich nicht. Ja, das ist...